Das ist der Gefängnisfriedhof von London. Ein Toter ist verschwunden. Ihr wollt mich töten, aber die Galgenhand wird euch töten. Der Racheschwur eines Gehängten bringt die Menschen an den Verstand. Alle fürchten die Bande des Schreckens. Eine Rialto-Produktion im Konstantin Filmverleih nach dem gleichnamigen Roman von Edgar Wallace. Sie haben ein Kettenhemd an. Ja. Das ist diesen Sommer große Mode. Mit unheimlicher Präzision erfüllen unsichtbare Helfer die todbringenden Befehle ihres Chefs. Wachen Sie über mein Wohlbefinden. Und vergessen Sie nicht, wenn ich dieses Hotel als Weiche verlasse, kriegen Sie kein Trinkgeld. Euer Ehren, da ich sehe, dass Sie noch leben, darf ich Sie bitten, mich nach Scotland Yard zu begleiten. Ich möchte nicht, dass Sie... Nora, wir sind jetzt beide in Gefahr. Bitte gehen Sie keinen Schritt ohne Bewachung und unterschreiben Sie nichts. Die Bande des Schreckens kennt kein Erbarmen. Darf ich dich jetzt um eine Aufklärung bitten? Das erkenne ich an. Wer ist der geheimnisvolle Chef? Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie raus da, los! Muss der wirklich auch erst sterben, bevor Sie an die Bande des Schreckens glauben? Bande des Schreckens, Galgenhand, das sind so Ihre Schlagworte. Die Bande des Schreckens. Harald Reine inszenierte diesen atemberaubenden Kriminalfilm mit Joachim Fuchsberger, Karin Dohr, Fritz Rasp, Dieter Eppler, Ulrich Beiger, Karin Kernke, Ernst Fritz Fürbringer, Eddie Arendt, Karl-Georg Sebisch, Alf Marholm. Und Elisabeth Flickenschild. Sie haben den Auftrag, mich zu töten. Ihr Datum ist morgen, aber man hat mich gut geschult, Lau. Die Bande des Schreckens. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein.